Ja, moin Leute, willkommen bei Saufen und Suchen. Ah, hallo Freunde, willkommen bei Saufen und Suchen. Was ich sagen, ey. Ich renne schon seit 2 Stunden hier durch den scheiß Wald. Schon 2 Stunden heute hier durch den Wald. Gibt absolut nichts. Und piept absolut gar nichts. Man legt sich bald aufs Maul hier. So eine Scheiße. Wetter ist auch scheiße. Wetter ist für den Arsch. Alles ein bisschen beschissen. Naja, hilft ja nichts. Da bleibt uns aber am Ende immer noch vom Tag das Saufen. Naja, kann man halt eben nichts machen. Wenn nichts geht, bleibt uns halt eben mit Saufen. Ja, Panorama hier in dem Wald, absolut geil. Aber falsche Stelle, falschen Ort, nichts geht. Außer auf die Fresse fallen, das funktioniert immer. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück heute. Aber vielleicht ist auch die scheiß Suchsprühe kaputt, man weiß es nicht. Aber irgendwie, heute piept überhaupt nichts. Mal wieder ein Tag bei Saufen und Suchen. Mein Kollege und ich waren mehr am Saufen als am Suchen. Und eigentlich war alles ganz normal. Bis auf einmal etwas Kurioses passierte. Die Vögel da zwitschern. Die Wildschweine sind am Grunzen. Überall liegt Kot. Wunderbar. Was hat denn? Wie ihr seht, was eine krasse Scheiße. Guck mal hier. Hä? Guck mal hier, da kam der Bärsch runter. Was leckt mich am Arsch. Ja, die habe ich eben auch gesehen, die sind an mir vorbeigeflogen. Wo kommen die? Ja, ich weiß nicht, die sind einfach geflogen. Durch die Luft, an mir vorbei. Ich habe mich auch gewundert, was ist das denn für Vogel, ne? Krasse Scheiße. Rot Silber. Keine Ahnung. Ja. Das ist doch eigentlich für Buddig, ey. Eben durch die Luft geflohen, weil jetzt hingerollt. Was soll die Scheiße? Müssen wir mal lesen. Wenigstens mal stehen geblieben, ne? Aus Homburg. Homburg? Ach du Scheiße. Wo soll das denn sein? Und auch die Saarländer. Da ist ein Saarland? Ja. Schießen jetzt die Saarländer mit Granaten auf uns oder was? Ja. Haben die Koffer freckt? Sollen wir die zurückschmeißen oder? Am besten. Ich würde sagen, weil das heißt ja saarländisch stoßen. Stimmt, ein Kloppzünder, oder? Ja, so ein Hammerschlagzünder. Den muss man richtig einmal mit Gewalt, auf jeden Fall. Ne? Also ich würde mal in der passende Werkzeugschule gehen. Hast du eins dabei? Ja, sicher. Drop or give him? Jo. Prost. Entsorgen. Gar nicht oh so gute Gott. Feeds. Gar nicht so gute Feeds. Kein Wunder, dass die Franzosen 100.000 Saarländer gesucht haben. Für die Renovierung vom Eiffelturm, weil die braucht ja noch 100.000 Nieten. Weil Bierbrauer können sie auch nicht. Was soll man dazu sagen? Da fehlen mir auch die Worte. Heute, ausnahmsweise Mai. Traurig, aber wahr. Leider Gottes. Ja Leute, das Video hier, das ist leider ein bisschen enttäuschend diesmal bei Saufen und Suchen, weil unser Saufen und Suchen hat heute recht wenig mit Suchen und Finden zu tun gehabt, sondern eher mit Saufen, aber manchmal gibt es halt so Tage, da findet man nichts. Trotzdem haben wir ein paar schöne Sachen aus der Natur mal wieder. Wir haben so eine kleine Pilzfarm gefunden, mitten im Wald. Hier wachsen überall Pilze. Pilze. Überall Pilze zu finden. Wunderschön, einen habe ich jetzt leider kaputt getreten. Ja, kommt vor. Aber die sind sowieso ungenießbar, die hier. Zwischendurch gibt es auch ein paar genießbare Pilze dabei. Das sind dann die guten, die erkennt man meistens an diesem, ja, an diesem metallartigen Schirm oben. Das ist sehr einfach zu erkennen. Also da kann man nichts falsch machen. Und die anderen hier, die sind halt eben so Larifari. Ja, und da ist so ein ekelhaftes Pulver drin, weil das ist halt giftig. Naja. Ja, und da hängt noch so eine Feder. Ich kann mir das gar nicht erklären. Warum? Hast du vielleicht eine Idee? Sieht aus wie eine Elsterfeder. Heißt doch immer diebische Elster. Ja. Vielleicht hat die probiert, die komischen Metall. Ah, den Schirmpilz. Ja, das könnte natürlich sein. Das sind schon schöne Pilze. Ja. Der ist noch ziemlich klein, der ist noch jung. Der ist schon ein bisschen größer gewachsen. Hat die diebische Elze sich wohl versucht, an den metallartigen Schirmpilzen zu vergreifen. Die Sau. Ist aber wahrscheinlich an den Kronkorken gescheitert.
Eher wie nicht. Aber die Pilze da, die kenne ich. Ich meine, habe ich alles mal früher bei meiner Mutter gelernt. Die war immer so ein bisschen mit so Garten und so einem Scheiß unterwegs. Ne? Also, die kann man so freistechen rundherum. Und da kann man die nämlich mit der Wurzel entnehmen. So, und dann kann man einfach am Hals ziehen. Natürlich nicht am Schirm, das darf man nicht. Aber am Hals kann man die dann holen und dann kann man die mit der kompletten Wurzel, das sind ziemlich lange Dinger immer, die gehen tief in die Erde rein, einfach entnehmen. Da haben wir noch einen zweiten, tipptopp, wenn du willst. Die sind auch sehr flüssigkeitshaltig, ja, und sehr reich an Vitaminen und Wasser. Die kann man sowohl essen, aber besser kann man sie ausschlürfen, also so aussaugen. Wunderbar. Zack, mit der Wurzel. Ja, vielleicht findet man noch mehr. Mal sehen. Hätte was. Auf jeden Fall, ja, tun wir uns diese Pilze jetzt mal super schmecken lassen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ah, wunderbar köstlich, diese Pilze. Da steht sogar drauf, dass ein Pilz ist. Ja, sogar Premium. Nicht erste Klasse, nicht zweite Klasse, sondern Premium. So, jetzt haben wir die ausgetrunken. Mhm. Die Wurzel ist auch noch dran. Ausgeschlürft natürlich. Und weil die Wurzel noch dran ist und wir die jetzt nochmal eingraben, ja, und gleich schön gießen tun, okay, haben wir nächste Woche den schönsten Pilzgarten. Also wir drücken die einfach zurück. Das klingt eigentlich super. So, drücken die Erde nochmal bei. Dann tun wir die gleich netzen. Und dann können die sich vermehren, oder richtig, was? Dann mach halt mit meinem doch auch mal. So, jetzt nochmal Erde drum. Und dann gießen wir das ganze Zeug mit dem ungenießbaren Cola, der sowieso schädlich ist, aber für die Pilze optimal, weil Zucker. Wie ein Superzündi. Na dann, wachs mal gut, mein Kleiner. Nächste Woche ist hier der schönste Pilzgarten. Da wette ich drauf.